Draussen sehen wir die Lastwagen, das Herz des Logistikers schlägt höher. So schöne Auswahl an Fahrzeugen. Heute gibt es ein bisschen einen Generationenwechsel. Was heisst das? Wir fahren im Tag 19'000 Kilometer pro Tag. Wir transportieren 8'800 Paletten jeden Tag. Wir fahren 1130 Mal an der Rampe her, jeden Tag. Also das sind doch sehr, sehr eindrückliche Werte. Und das ist nur die Migros-Schweiz, das ist nicht die Mikrogruppe. Gas wäre auch noch etwas, Biogas natürlich, logischerweise. Und dann mit den Stadtwerken zusammen und der Iveco zusammen einen Langzeittest gemacht mit 3 Fahrzeugen, wo dann so erfolgreich war, dass wir jetzt sogar die Flotten umgestellt haben. Wir haben immer den Ansatz gehabt, den Multitechnologieersatz. Also wir wollten uns nie auf eine Technik allein verstiefen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man eben auf die Zukunft will sicherstellen, dass wir wirklich transportieren können, wirklich unsere Läden bedienen können, dann muss man sich ein bisschen breiter abstützen. Das ist etwas, was Migros Schweiz immer gemacht hat. Und ganz speziell jetzt sind wir dran. Treu nach dem Leitsatz von der Migros Schweiz aus der Region, für die Region, produzieren wir in einer hohen Inhouse-Wertschöpfung sämtliche Produkte im St. Galler Rheintal in Kriesseren. Wir sind europäisch gesehen sind wir der grösste Hersteller mit über 60'000 verkauften Fahrzeugen in den letzten 10 Jahren. Und das ist natürlich ein Zeugnis, das auch überzeugend war für die Migros Ostschweiz. Wenn man ein gutes Auto hat, dann schafft man auch gerne. Und dann steht man auch am Morgen gerne auf.